Morgen. Entschuldigung, guten Morgen, Leute. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, mich fertig zu machen, muss jetzt auch gleich los, und zwar zusammen mit Tobi. Ich muss nämlich jetzt gleich ein kleines Interview oder eine kleine, ja, wie kann man sagen, doch, es ist ein kleines Interview, was ich vor ein paar, ja, kleineren YouTubern halte, also welche, die gerade anfangen. Da habe ich heute ein kleines Interview, um ein bisschen zu motivieren und ein paar Tipps zu geben, meine Erfahrungen zu teilen, und ich werde jetzt jedenfalls trotz allem erstmal den Katzen was zu essen geben. Und dann geht's auch schon los und mein Magen knurrt auch, aber ich werde jetzt warten mit dem Essen, bis wir wieder zu Hause sind. Was ist das? Was ist das hier? Ich verstehe es nicht. Kann man sich ja eigentlich theoretisch mit so ein bisschen Gel einmal so... Ich hab's dir angeboten. Hä, was ist das? Ich hab's dir angeboten. Guck mal. Och, Hase, bitte. Also. Och, Hase, bitte. Sieht ja aus wie Pilze unter dem Sofa. Meine Haare. Ich hab die gestern mit einem Flechtezopf. Also ich habe einen Flechtezopf gemacht. Und dann, das war mein Finger hier gerade. Und dann habe ich geschlafen mit dem Flechtezopf. Ich mal dein Handy. Dein Handy. Bitteschön, mein Handy. Auf meinem Handy ist nämlich das Navigationsgerät. Okay, sag mir Bescheid, wenn ich nichts abgeben muss. Ja. Wir sind gerade im Filmhaus und die Annalena, die ist auch da. Und wer Annalena nicht kennt, das ist... eine Freundin auch von mir, sie arbeitet eigentlich in London im YouTube-Office, und ja, ich werde jetzt gleich eine Rede halten. Also was heißt eine Rede halten? Ich werde jetzt gleich, das ist so ein kleiner Kinosaal, vorne hingehen und dann mich hinsetzen und Fragen beantworten und ein bisschen über meinen YouTube-Werdegang erzählen, und Tobias kommt mit auf die Bühne, haben wir jetzt gerade mal einfach so beschlossen, er kommt jetzt auf jeden Fall mit. Und vielleicht kann er ja auch ein bisschen noch erzählen über sein Kram. Das ist spontan. Es sind 60, 70 Leute, das ist jetzt nicht viel oder so. Habe ich das schon mal gemacht? Nein, ja, für dich ist das... Ich meine, ich stand schon auf dem... Hallo? Vor 1000 Leuten auf einer Bühne. Das war... Und ja, voll cool, die haben hier voll das Essen. Das sieht so lecker aus. Ich würde jetzt gerne essen, aber ich habe die Angst, dass mir gleich was zwischen den Zähnen stecken. Denkst du danach? Und ja, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, weil das ist so ein kleines Programm, dass wir dann dran sind, und ja, kannst du mal dran. Und ich guck mal, wie weit wir aufnehmen können. Du bist aufgeregt, ne? Ein bisschen. Ja. Oh, süß! Das ist so geil. Was mich gerade ärgert. Ich hab gedacht, ich gucke zu, stehe mit der Kamera und dich. Jetzt habe ich so einen langen Pulli an. Ja? Ist doch scheißegal. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin noch dabei. Ach, also ich empfehle euch, müsst ihr einen Vortrag halten. Niemand kein langen Pulli. So, jetzt geht's los. Macht ihr euren Inhalt, macht ihr eure Videos auf eurem Kanal, weil ihr da Bock drauf habt, weil ihr da Lust drauf habt und weil das einfach was ist, was euch... persönlich, da gehen wir jetzt rein und stellen euch mal hin, gucken, ob wir das so irgendwie auf Film bekommen. Aber es sind wirklich zwei unserer erfolgreichsten YouTuber in Deutschland. Deswegen, gerade wenn ihr im Bereich Beauty, Fashion, Lifestyle was macht, dann kennt ihr Maren und Tobi sicherlich. Ich wusste noch anfangs nicht genau, welchen Weg werde ich da gehen. Also, und ich glaube, du bist auch noch immer in der Findungsphase. So genau, also ich bin immer noch so ein bisschen, was werde ich genau auf YouTube machen? Gehe ich diesen Weg oder diesen Weg, aber ich werde es langsam finden, aber das könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Vielleicht nochmal eine Frage, die wir draußen ein bisschen diskutiert haben. Wenn man gerade dabei ist, irgendwie einen Kanal zu starten, man will ja auch so ein bisschen sein Image oder eine Marke für sich aufbauen, und ich meine, es ist dann auch sicherlich eine klare Entscheidung, okay, das passt jetzt zu meinem Image oder das, was ich machen will, das passt nicht. Muss man sich da so ein bisschen festlegen, wie ist da eure Erfahrung, oder kann man da irgendwie auch alles Mögliche. Also ich würde mal sagen, so gerade in der Anfangszeit habt ihr wirklich die Möglichkeit, euch komplett auszuprobieren. Ihr solltet euch eventuell irgendwann finden. Frei zu vloggen und so, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, also Vloggen war schon wirklich extrem krass. Leute haben mich draußen angeschaut, immer wenn ich mit der Kamera rumgelaufen bin. Die haben dann immer so auf die Kamera geschaut, was ist da gerade los. Aber auch irgendwann dann, das lässt dann nach, und es ist einfach normal, die Kamera draußen auszupacken.
In meinen ersten Videos hat man mir leicht angemerkt, dass ich ein bisschen anders war. Ich war nicht so locker, ich war nicht entspannt. Ich habe nur die Wörter benutzt, die ich normal nutze. Also wirklich, man sollte sich einfach frei fühlen und nicht angespannt sein. Man soll sich nicht verkrampfen. Also wir filmen jetzt zum Beispiel auch gerade. Das Bearbeiten an sich geht bei Daily Vlogs relativ schnell, muss ich sagen. Also wirklich, da sitzt eine Stunde ungefähr, dann noch rendern und hochladen. Wenn du dabei das Internet mitspielst, ist das. Wir haben es so gestartet, dass wir halt immer so ein paar Tage Vorlauf haben. Man braucht so einen kleinen Puffer, weil es kann immer mal an einem Tag sein, dass irgendwas passiert. Ihr seid krank und liegt den ganzen Tag im Bett. Tja, ist natürlich nicht so. Was vloggt man dann, ne? So, dann die letzte. So viele Leute sind da. Ja, klar. Kein Thema. So. Dann machen wir noch Fotos. Ja. Was geht denn? Gerade gefrühstückt. Jetzt erstmal in den Keller fahren. Und Werkzeug hochholen, Werkzeugkoffer, blablabla. Und dann machen das Auto erstmal zur Tankstelle, weil ihr Auto leer ist. Das gibt's nicht, ne? Machen das Auto immer leer. Ich muss jetzt nach Düsseldorf. Okay, ich tanke 20 Euro. Wenn sie wieder kommt, ist er leer. Also ist halt nur für die Fahrt gereicht. Ich verstehe das nicht. Warum? Warum machst du sowas? Warum? Ja. Geht jetzt ab. Ist immer schwer, das gebacken zu bekommen mit dem. Wo kommt denn der her? Okay, dann bin ich wieder. Hier habe ich das zweite Paar Bremsbeläge. Ich nehme es einfach mal mit. Es gibt da noch so einen Punkt, das könnte die Bremse sein. Das werden wir gleich sehen. Jetzt wird gekocht und der Tobi wird überrascht. Ich habe jetzt mal eine Idee für ein neues Rezept und habe deswegen jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar braucht ihr dafür Toast und Hühnchen braucht ihr auf jeden Fall. Und Tomatenmark, Zwiebeln, ein bisschen Käse. Aber ich glaube, ich werde euch dazu ein cooles Rezept auf meinem Hauptkanal machen. Das ist echt eine coole Alternative zu Pizza. Und deswegen lasst mir mal das Feedback unten in der Kommentarbox, da ihr dazu ein Video wollt. Da mache ich euch nämlich auch mal so drei leckere Alternativen. Zum Beispiel, viele wollen immer French Toast wissen, wie ich meinen French Toast mache. Da gibt es halt eine gesündere Alternative oder Pancakes oder Waffeln, Crepe, Kaiserschmarrn, sowas gibt es. Und dann halt auch so mal, ja, gesunde Pasta oder gesunde Pizza, also sowas. Was heißt gesund, ne? Also gesünder, sagen wir es mal so. Also eine gute Alternative zur üblichen Pizza. So, Leute, ich habe schon gehört aus der Küche, es gibt jetzt Essen und nebenbei lädt Daily Menti hoch und JP läuft auf dem Handy und was ist das denn Geiles? Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich habe es einfach mal das erste Mal ausprobiert. Ich weiß selber noch nicht, woher weißt wie du es das schmeckt. Ich hatte jetzt gerade, nee, ich hatte so eine Idee. Ich hatte irgendwie Bock auf Hawaii-Toast. Dann dachte ich mir so, nee, Tomi, was sind da drauf? Hühnchen, Paprika, Käse. Ist das geil. Jetzt am Kino. Und der Tobias, der braucht wieder 10 Jahre, der sucht irgendwas. Und ja, wir werden jetzt Pixels gucken. Leute, ich muss euch was zeigen. Wir waren jetzt gerade im Pixel. Was sagst du zum Film? Der war ultra Hammer. Der war so geil, der Film. Also ganz ehrlich, seit langer Zeit wieder ein Film, wo ich wirklich sage, wow, der hat mich total geflasht. Ich fand das sowas von geil, von den Animationen, von der Grafik her, wie es aufgebaut wurde. So ein Hammerfilm einfach. Ja, der war echt cool. So, Leute, wie ihr seht, Maren und ich sind irgendwie ganz adrett angezogen. Wie kann das sein? Das kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar, wir wurden von zwei sehr netten Leuten namens Bibi und Julian gefragt, ob wir nicht Lust hätten, heute mit feiern zu gehen. Und da haben Maren und ich spontan gesagt, weil heute mein letzter Urlaubstag ist, ja, das machen wir.
Und genau deswegen haben wir uns jetzt fertig gemacht. Und das Witzige war, ich war schon abgeschminkt und hatte eine Maske drauf. Und in dem Moment riefen die beiden, nee, gar nicht. Hat Tobi dann zurückgerufen, nachdem Julian eine Sprachnachricht geschickt hat. Genau. Und jetzt bin ich wieder geschminkt. Genau. Also, wenn wir jetzt diesen Vlog beenden, heute feiern gehen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Tschüss!